England im Kreis, Stoß an. Der Mesut. Na, der ist ganz gut. Aber war leider auch nichts. Hummels. Khedira. Özil. Oi. Ganz alleine und. Ui, der war aber gut. Der war gut. Gomez, 1-0 Deutschland. Der war gut. Wenn man in der Wiederholung guckt. Hier sehen wir es. Özil verliert den Ball. Zack, rüber auf Gomez und der schiebt ihn rein. Schönes Tor. So, weiter. Können wir gerade gucken. Die Aufstellung, können wir mal einen raus. Wechseln. Tun wir mal den Reus rein. Genau, den Götze reinführen. Müller. So, dann. Den Reus für den Gomez rein. Und dabei lassen wir es jetzt erstmal. So, England im Angriff. Özil wieder. Abgewehrt. Uiuiui. Ja, das war jetzt aber gefährlich. Eckball England. So, Özil läuft. Verliert den Ball. Schweinsteiger. Reus. Und knapp daneben noch vorbei. Ui, der Reus sieht aber ganz scheiße aus. Sag ich jetzt mal. Der sieht ja gar nicht aus wie in echt. Also ich finde, da haben hat EA schon die Spieler besser getroffen. Ich finde, die glänzen ja auch alle so ein bisschen wie so Speckschwarten. So. Mein Gott. So. Bartstuber lahm. Ach du Scheiße, jetzt kommt Wayne Rooney abseits.
So, 88. Minute. Freistoß. Hummels. Nachspielzeit 2 Minuten. Kedira und... Ei. Knapp und Ende. Deutschland gewinnt 1-0 gegen England. So. Bester Spieler war Gomez. Der hat das Tor gemacht. Ja, zurück zum Hauptmenü. Können wir auch noch irgendwie Trainingsarena machen? Machen wir mal so ein Spiel. Ich kenne zwar diese ganzen Spiele, Vereine hier nicht. Schauen wir einfach mal. Machen wir jetzt einfach mal hier einen Schnelldurchgang. Und starten direkt. Wir sind die im Roten. So, diesmal ist der Schiedsrichter gelb. Sieht aber genauso scheiße aus. Ah, war schon ganz gut. Ich glaube, das ist hier die die spanische Liga ist anders. Vielleicht Portugal oder so, ich weiß es nicht. Ich kenne die auf jeden Fall alle nicht. Oh! Schade, schade. Gelbe Karte. Aber ist aber nicht für einen Spieler von mir. Dann ist mir das auch ziemlich egal. So, weiter. Ach du Kacke, jetzt Freistoß. Wie kann man hier drücken? LB und RB. War ja jetzt nix. So. Was haben wir jetzt? Einwurf haben wir. Ist ja schon mal gut. Mann, ey. Jetzt kommen die hier schon wieder, ey. Ich krieg einen Rappel. Mein Gott. Eckball.
Abstoß. Schade. Oi, oi, oi. Ah, Mann. Klappt aber ja nicht. So, Halbzeit. Machen wir direkt weiter, so. So, der Keeper klärt. Oh Mann, Leute. Ah, verdammte Kacke. Was hat der denn für eine Frisur? Neymar. Tja. Pech, 2-0. Ja, mein Gott, die drängen mich da ins Aus. Was soll ich denn machen? Blöden Penner. Klappt ja gar nichts, ey. Och nee, ne?
Ah, nee, ist klar, weißt du. Wäre jetzt auch noch was gewesen. Der hat jetzt aber scheiße Glück. Na komm, jetzt noch ein. Nee. Tja, schade. Der FC Fluminense verliert gegen Santos. Weiter. Nee. Ja, okay. Das war's mit meinem Pro Evolution Soccer 2013 Demo. Demo-Demonstration. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Euch, ne, ich kann nicht mehr sprechen. Euch hat es Spaß gemacht. So. Damit sage ich Tschüss und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich bei einem nächsten Video zu Pro Evolution Soccer oder zu FIFA. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier auf PlayTV.